Die EVA One von Panasonic hat im Vorfeld ja schon für viel Aufsehen gesorgt. Jetzt war ich natürlich auch sehr gespannt, wenn man das Ding mal wirklich in der Hand hat und mal anschauen kann. Da ist sie jetzt. Und ja, es fallen ein paar Sachen auf. Erstes, der Sucher. Es gibt nur dieses kleine Display, das mal so custom-mäßig mitkommt. Es gibt aber natürlich andere Möglichkeiten, HDMI, HDSDI, wo man verschiedene Monitore, Sucher und so weiter anschließen kann. Man kann einen Gradical anschließen zum Beispiel, wenn man einen guten Sucher haben will. Finde ich sehr sinnvoll. Man kann die auch unterschiedlich belegen, wo einmal das Menü mit rauskommt, einmal clean ist, für externes Recording zum Beispiel. Und man kann trotzdem die Anzeigen im Sucher haben und das Menü sehen. Ein sehr interessantes Feature von der Kamera ist diese Dual-ISO-Geschichte. Kennt man schon von der Vare Cam. Ist hier auch umgesetzt mit dem neuen Sensor. Die Kamera bietet zwei ISO-Stufen bei 800 und bei 2500 ISO und bietet bei diesen beiden ISO-Stufen die volle dynamische Range zur Hälfte nach oben und nach unten. Das ist ein ganz großer Unterschied zu allen anderen Kamerasystemen, die so am Markt sind, dass das wirklich bei diesen zwei ISO-Stufen möglich ist, jeweils die Hälfte der Blendenstufe nach oben, nach unten abzugreifen. Müsste man mal testen, ich habe selber noch nicht gedreht damit, kann nicht beurteilen, aber was man so hört, soll das ziemlich beeindruckend sein. Eine Sache, die mir persönlich jetzt überhaupt nicht gefällt, ist das Akkusystem. Ähnlich wie bei der C300, 7,2 Volt. Warum 7,2 Volt? Völlig absurd. Man muss wieder auf eine kleine Kamera, die glaube ich knapp 1,5 Kilo wiegt, wieder V-Mount-Platte raufgeben, V-Mount. Sie unterstützt dann, zwar der 12 Volt innen verträgt auch mehr, also man kann einen V-Mount-Akku anstecken, aber man muss wieder auf eine kleine Kamera einen großen Akku raufgeben. Warum? Verstehe ich nicht wirklich. Aber gut, ist eine Entscheidung, die getroffen wurde. Panasonic stellt die Akkus selber her. Vielleicht war das mit der Grund. Und ich denke auch, dass es eine Absicherung ist. So, willst du 12 Volt, nimm dir eine Vare Cam, reicht dir das, dann voilà, EVA One. Und die nächste Sache ist der Mount. Es gibt die Kamera nur mit EF-Mount. Keine andere Mount-Option. Es gibt keinen PL-Mount, es gibt nur den EF-Mount. Ja. Schließt natürlich sämtliche Speedbooster-Varianten aus. Man ist festgelegt auf ein 35mm Objektiv mit EF-Mount. Ja, das ist also so ein bisschen auch, wo man sagt, ja, da hätte sich Panasonic vielleicht was anderes einfallen lassen können. Aber ist ein solider Mount. EF-Mount, kennen wir auch von vielen anderen Kameras, ist ein Industriestandard geworden mittlerweile. Ist eine interessante Kamera auf jeden Fall. Ob wir es jetzt in den Verleih aufnehmen, weiß ich nicht. Ganz überzeugen tut es mich noch nicht. Man müsste mal drehen damit und schauen, wie sie wirklich im Feld verhält. Aber wenn ihr Interesse habt, wünschen kann man sich immer was, also meldet euch einfach und vielleicht nehmen wir es doch in unserem Pool auf.